Das ist, liebe Schwestern und Brüder, nicht leicht zu verstehen, in welcher Phase wir uns denn jetzt gerade befinden. Sollen wir ernsthaft sagen, dass uns seit dem Aschermittwoch der Bräutigam genommen ist, während wir ihm gleich in der Kommunion wieder begegnen dürfen? Nachdem in unserer Kirche, zumindest auch hierzulande, aber eigentlich durchgängig fast, diese Unterscheidungen des Fastens fast verschwunden sind, ist es gut, wenn wir Anleihe machen bei kundigen Schwestern und Brüdern, etwa der Ostkirche. Vater Alexander Schmemann erklärt es uns, wie wir das verstehen können, und er erklärt uns im Grunde genommen unsere eigene Tradition. Es gibt, so sagt er, zwei Arten in der Tat zu fasten, die beide ihre Wurzeln in der Schrift und in der Tradition haben und die zwei unterschiedlichen Bedürfnissen, zwei Verfassungen der Menschen entsprechen. Die erste Art kann man totales Fasten nennen, denn es besteht in einer totalen Enthaltung von Nahrung und Getränken. Die zweite Art kann man als asketisches Fasten bezeichnen, das vor allem in der Enthaltung von gewissen Speisen und einer substanziellen Minderung des Ernährungsumfangs besteht. Das totale Fasten ist seiner Natur nach von kurzer Dauer und im Allgemeinen auf einen Tag oder sogar nur auf einen Teil des Tages beschränkt. Seit den Anfängen des Christentums wurde es als eine Form der Vorbereitung und des Erwartens, als ein Zustand einer geistlichen Konzentration auf etwas Zukünftiges aufgefasst. Der physische Hunger entspricht hier der geistlichen Erwartungshaltung der Erfüllung. Es geht um die Öffnung des ganzen Seins für eine sich ankündigende Freude. Deshalb finden wir in der liturgischen Tradition der Kirche dieses totale Fasten als die abschließende und höchste Vorbereitung auf ein hohes Fest, auf ein entscheidendes geistliches Ereignis, zum Beispiel am Vorabend von Weihnachten oder von Epiphanie. Es ist vor allem das eucharistische Fasten, das die wesentliche Form unserer Vorbereitung auf das messianische Festmahl am Tisch Christi in seinem Reich ausmacht. Der Eucharistie geht stets das totale Fasten voraus, das in seiner Dauer schwanken kann. Das aber für die Kirche eine notwendige Bedingung für den Empfang der heiligen Mysterien darstellt. Viele Menschen missverstehen diese Regel. Sie sehen darin nichts anderes als eine altertümliche Vorschrift und sie fragen nach der zwingenden Notwendigkeit für einen leeren Magen, wenn man das Sakrament empfangen möchte. Wenn man den Sinn dieser Vorschrift auf physische oder mehr oder weniger physiologische Gesichtspunkte reduziert und sie als einfache Verfahrensweise betrachtet, dann verliert sie natürlich an Bedeutung. Und der Autor führt dann in den nächsten Sätzen aus, wie genau das geschehen ist in unserer Kirche. Reduziert auf eine Rechtsnorm, die man den Leuten eingeschärft hat, die aber niemand versteht. Die wahre Bedeutung des totalen Fastens liegt in der betonten Hervorhebung dieses Zusammenspiels von Vorbereitung und Erfülltwerden, von dem die Kirche immer lebt. Sie steht gleichzeitig in der Erwartung des Eintrittes Christi in diese Welt und des Eintrittes dieser Welt in die kommende Welt. Wir können hier hinzufügen, und vielleicht erinnern sich einige noch, man versucht das gerade ein wenig wiederzubeleben, dass es gerade in der Fastenzeit in unserer, in der lateinischen, römischen Tradition die Stationsgottesdienste gibt. Hier Schmemann erklärt es uns, wo das herkommt. In der Urkirche hat man dieses totale Fasten mit einem aus dem militärischen Bereich stammenden Begriff bezeichnet, nämlich mit Statio, womit eine einsatzfähige Truppe im Alarmzustand bezeichnet wurde. Die Kirche wird Wache stehen und den Bräutigam erwarten. Sie erwartet ihn in Dienstfertigkeit und Freude.
Vielleicht verstehen wir durch die Tradition und diese Ausführungen besser, was Jesus heute im Evangelium zu uns sagt.